Hallo, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, ich bin etwas unterwegs, denn ich habe gerade mit The Mechanic telefoniert und der Typ ist ein bisschen verrückt, würde ich sagen. Wenn ich überlege, der hat wieder ein neues Fahrwerk, irgendwas hat ihm an dem alten Fahrwerk nicht gepasst. Ich habe gesagt, Buddy, halt, ich komme gleich rüber, wir machen das zusammen. Und dann erzählt er mir noch irgendwas, der hat da wohl den 6-Punkt-Gurt eingebaut, Brembo-Bremsen gekommen. Ich sage, Buddy, halt, ich komme jetzt rüber, ich fliege jetzt darüber mit euch zusammen, bis gleich. Tja, ich bin hier in der Werkstatt. Bali, sag hallo. Hallo, grüßt euch. Grüßt euch. Bali, ich muss dich direkt was fragen. Direkt. Ja. Was ist hier los? Warum wieder auf dieser Form der Stoßdämpfer? Weil der erste Stoßdämpfer saß ja auch so. Ja, ganz genau. Oh, das ist im Ausland für mich extra angefertigt worden. Wow. Der ganze Federbein. Ja. Das ist extra für Gelände. Ja. Wegen dem besseren Sprung, der ist mit Gas und mit Öl und ist verstellbar. Und ist Doppelfeder drin. Eine schwachere, okay. Eine stärkere. Und das soll nachher so dran? Genau. So? Mit Adapterstücken? Ja. Ja. Ganz genau. Also nicht von hier, sondern so. Weil ganz die genau, Sprünge von unten. Kommen ja so. Ja. Ah, die sehen schon richtig gut aus, muss ich sagen. Und mit Gewindefahrwerk, das heißt, du kannst es auch für deine Leichte und Stärke verstellen. Ja, und leichter, ja. Ups. So. Nee, wunderbar. So, das heißt, zur Theorie zurück. Das heißt, wir sind von den zwei Federbeinen wieder abgekommen, weil du bist der Meinung, du kannst so bessere Sprünge machen und das würde sich besser... Ganz genau. Und der Auto wird stabiler in den Kurven. Okay. Und ich wollte erstmal die Feder winkelgrad verstellbar machen, dass der Auto tiefer für den Asphalt, zum Beispiel für Nordschleife, Nürburgring, ja. Und eventuell wieder zurückstellen. Und hier brauchst du nur einen kleinen Schlüssel, ja. Und drehst du die Feder entweder leichter, ja. Oder stärker. Ja. Bali, soll ich dir was sagen? Das sieht so besser aus. Ich weiß. So, cool. Gut. So, das ist heute also, wie lange, ich denke, da wirst du noch ein bisschen beschäftigt sein mit, ne? Ja. Ich sehe, da hinten ist schon auch schon vorbereitet. Da ist schon auch alles vorbereitet, ja. Ich sehe, Bremszylinder sind dazugekommen. Nein, hatten, nicht Bremszylinder, nicht Zylinder, die Bremsleitung, ja? Ja, ganz genau. Die Bremszylinder, und das hatten wir ja schon alles. Der kommt neu vom, genau. Brembo, ja. Hast du die da? Nein, die sind nicht da. Die kommen jetzt eventuell morgen. Okay. Und hier sind die flexible, also Gummischläuche, okay. Wegen Lenken. Genau. Und hier oben bei der Federung, der ist auch schon fertig. Ja, da kannst du mal gucken, wie verrückt das ist. Das ist jetzt quasi, ja, der zweite Umbau. So bist du endlich mal der zufrieden. Dritte. Der dritte, bis der dritte. Du zufrieden bist. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Okay. Freut mich. Gut. So, wir haben das Ganze jetzt natürlich noch momentan hier mit dieser Giraffe hochgehoben, ja, damit man, ja. Das besser natürlich alles anpassen kann, einstellen kann. Das heißt, musst du die Spur neu einstellen? Müsstest, ja, du, muss ich neu einstellen, ja. Die Spur wird nochmal neu verstellt, ja. Okay, alles klar. Schön. Wo schweißt du gerade? Was machst du gerade? Schweißt du jetzt gerade die Winkel an sich, ne? Die Winkel muss ich mir angucken, ja. Genau. Und warte mal kurz, welche Parameter hast du da verwendet? Ich sehe gerade, du hast den Job 6 drin mit 125 Ampere, 3,0 mm Bleche. Das ist so von der Materialstärke her optimal für dich gewesen. Ja, ist okay, optimal. Okay. Ja. Gut. So, wo hast du, ich habe doch auf den Fotos gesehen, du hast die Türen quasi, diese. Ja. Ja, ich sehe schon, die Laschen sind ja schon dran. Hier angeschweißt. Tja. Sicherheit über alles, würde ich sagen, ne? Auf verkehrte Seite. Dann gehen wir auf die andere Seite. Hier sehen wir nochmal den Motor. Hier sehen wir gerade so einen Stoßdämpfer. Ich habe doch vorhin 4 Stoßdämpfer gesehen. Genau. Wo sind die anderen 2? Die sind versteckt. Warum? Weil wenn ich die viel vorlasse, ja. Vor der Augen, dann kommt vielleicht eventuell noch das hintere auch noch raus, wird noch umgebaut. Tja, hier wird es nicht langweilig, würde ich sagen, Wally. Mit dir wird es nicht langweilig. Genau, die Pappe hast du drüber gemacht.
Wegen der Schweißspritzer, ne? Du hast die ganze Elektronik ganz hier. Genau. Und wenn du schweißt, guck mal, was für ein Zeug hier vom Schneiden, vom Schleifen. Ja. Da muss man natürlich auf sowas achten. So. Ja, jetzt führen wir euch das einmal vor. Wieso macht man sowas? Du sitzt da drin mit einem Helm. Ganz genau, mit den 6-Punkt-Gurten. Wenn der Auto sich umschmeißt, ja, dass der komplette Körper in dem Käfig bleibt. Ja. Du kannst mit den Ellbogen nicht raus. Ja. Wie der Auto, ja, wie die Gehkräfte dich, ja, schleudern. Du kannst mit, unterschützt dich vor Ästen, nicht hundertprozentig, muss ich dazu sagen. Nicht hundertprozentig. Größere Steine, Äste, schützt er dich ein bisschen vom Alter. Ja. Das ist auch wegen Sicherheit für den Fahrer und Co-Pilot. Wenn ich überlege, mit deinen 560 PS gibst du Vollgas, was hier an Material von den Reifen eventuell hochgeschleudert werden. Wir werden natürlich dort auch diese, genau, zeig das mal. Das soll natürlich alles hier hundertprozentig sein. Okay, okay, was ist das jetzt? Was machen wir damit? Eventuell möchte ich noch gerne die hintere Federung damit einstellen und ersetzen. Der ist nicht schlecht, ja, aber ich bin noch immer der Meinung, man kann sich verbessern, besser, ja, werden, und mit dem Stoßdämpfer kann das nur besser werden. Der ist auch dicker, ja, kürzere, stärker. Die ersten sind verstellbar von 350 Kilo, ja, bis 1000 Kilo, und die hintere Federung ist verstellbar von 550 bis 1390 Kilo. Weil der Paar. Deswegen habe ich dich auch The Mechanic genannt, weil anders kann man dich nicht bezeichnen. Schön. Gut, da sind wir auch ein Stückchen weiter. Genau, Brembo-Bremsen kommen. Ja, Scheibenbeläge. Scheibenbeläge, genau. Wann geht es los mit der Verkleidung? Nach dem Probefahren, ne? Du wolltest ja noch, genau. Ganz genau. Du willst ja noch ein bisschen Probefahren. Probefahren, wann die Antriebswellen sind da. Ja. Sind die einbaubereit? Ja. Und dann will ich mal das ganze Getriebe, Motor, wieder mit dem originalen Motor, ja, mit bisschen PS noch dazu. Mit der neuen Federung, ich habe schon einen Ort, einen Platz gefunden, wunderbar, wo ich ein bisschen vielleicht Dinge machen nicht kann. Nicht du alleine, du hast... Nein, alleine fahre ich nicht, nein. Ich bin dabei. Ohne mich geht das hier nicht. Doch, nein, geht es schon, aber ich will dabei sein. Also ich freue mich schon, dauert ja nicht mehr lange und dann geht's ab. Na? Ja, ganz genau. Ein Anruf von dir und dann geht's ab. Und dann wird der Auto komplett zerlegt, ja, Farbe ist schon unterwegs, Grundierung ist unterwegs. Ja. Und dann geht das... die Verschönung weiter. Okay, ich zeige euch noch ein paar Sachen. Haben wir sonst noch irgendwas verändert an dem Buggy? Oder genau, du hast mir gesagt, dass du hier mit dem Antrieb schon ein bisschen weiter bist oder angepasst hast. Ja, also die Seite ist jetzt auch da. Aha. Die rechte Seite vom Getriebe, ja, bis zum Antrieb ist 7,5 cm Länge, ja, wie die linke Seite. Das ist von Audi der originale Differential. Okay. Du hast hinten die Achse schon mit so einem Rostschutz eingesprüht? Ja, 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 ja. Weil der jetzt schon anfängt, oder? Nein, fängt an, aber ich will das Material ein bisschen schützen. Okay, hast du gut gemacht. Gut. Ja, wunderbar, wunderbar. Und ich habe noch eine gute Nachricht für dich. Die Abgasanlage. Ja. Ich... arbeite ja, beziehungsweise ich habe ein paar Projekte mit Marcel gemacht. Ja. Marcel ist einer, der die Abgasanlagen baut. Und der hat vorgeschlagen, dass er für uns die Abgasanlage macht. Da freue dass ich wir die, also da ja. macht, das machen wir zusammen, ja. Das heißt, wir machen die auch direkt richtig. Als wollten wir diesen Buggy für die Straße zulassen, so machen wir den. Ganz wir machen genau. den aber mit Klappe. Das heißt, wenn wir Krach wollen, haben wir Krach. Und wenn wir Ruhe haben wollen, haben wir Ruhe. Und haben das machen wir Ruhe. Mit Marcel. Ja? Also ist da, das ist schon mal eine geile Geschichte. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das Update ist für heute gelungen. Bali sagt tschüss. Wir verabschieden uns. Genau. Und ich habe euch alle lieb. Bis dann. Ciao.